Wertvoll kochen wird präsentiert vom Fränkel Kochclub. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wertvoll kochen. Heute kocht mit mir Tom Kagerer, ein Freund von Innenstadt am Bodensee. Tom, was gibt's denn heute Leckeres für uns? Heute kochen wir einen südamerikanischen Gebirgszug. Was ist denn das? Anden. Was machst du da? Ja, ich ziehe jetzt die Fäden und die Federn. Auch schon besser gesehen. Moment einmal. Ja, wie willst du denn das machen? Ah ja. Schau her. So geht das. Das ist natürlich raffiniert, gell? Okay. Das muss man überall machen. Auch da unten drin. Okay, in der Achselhaare. Und dann wird das schön abgeflammt und dann gehen schön die Kille weg. Ja, aber das zieht sich ja wahnsinnig toll zusammen. Ja, das kann der Mann nicht besser machen. Genau. Okay? So, ja, und dann super. Flemmen wir die alle sauber ab. Ja. Yeah. Weil das schmeckt nämlich nachher wirklich nicht gut. Okay. Ja, und zu der Ende gibt es natürlich dann Kartoffeltaler und Blaukraut, ganz raffiniert, mariniert und angemacht. Also es gibt eine tolle Geschichte. Wie gehen wir jetzt da weiter vor? Jetzt haben wir die Ente würzen. Okay. Okay? Mhm. Die tun wir uns jetzt schön einreiben. Und da siehst du schon, mit dem Abflimmer ist das Fett schon leicht geschmolzen von der Ente. Und dann kann man das richtig schön einmassieren. Gell? Mhm. Heißt übrigens auf Englisch heißt das Goosepimpel. Gänsehaut. Cool. Ja, klar. Ja, Goosepimpel. Das gibt es ja dann lustig. Auch immer, wenn man friert. Genau. Aber so. Ganz raffiniert ist es, das muss ich Ihnen jetzt gleich mal sagen, es gibt die längste Kochsendung bei Wertvoll kochen. Weil diese Ente geht über Nacht 24 Stunden in den Ofen. Also das gibt eine lange, lange Nummer. Genau, und die garen wir ganz, ganz langsam. Und zwar bei wie viel Grad? Bei 90 Grad. Ah, okay. Und dann braucht die je nach Größe zwischen 6 und 7 Stunden. Okay, also über Nacht gegart. Genau. Mhm. Und dann kann man die wirklich zum Schluss schön von der Karkasse nehmen. Also die Karkasse sind im Prinzip die Knochen, das Gerippe von der Ente in dem Fall. Das heißt dann aber auch bei der Hähnchen oder bei den Puten genau dasselbe. Und das sind die Karkassen, die Knochen. Und daraus kann man eine wunderbare Soße machen. Genau. Das Blaukraut haben wir schon vorbereitet. Richtig, da haben wir jetzt das Blaukraut geschnitten. Jawohl. Und das Blaukraut, das würzen wir uns jetzt mit schön Salz. Also du bist schon ein Fan von Himalaya-Salz, sehe ich, gell? Absolut, absolut. Okay. Weil wir eben den schönen, breiten Geschmack haben. Ja, ja. Ja. Und dann muss man das Blaukraut, das muss man durchkneten, damit es überall dort, wo es jetzt weiß ist, jetzt finde ich nichts weiß, da ist. Da, wo es jetzt weiß ist, wird es dann auch blau. Und damit es eine schöne Farbe kriegt, nimmst du einen Essig, oder? Geben wir ein bisschen einen Essig dazu, genau. Darf ich grad? Ja, freilich. Was nimmst du da für einen Essig immer? Ein HGE. Was heißt das? Ein hundsgewöhnlicher Essig ist das. Okay? Da brauchen wir jetzt keinen Balsamico oder so, was brauchen wir gar nicht. Nein. Sondern da nehmen wir wirklich, wie Mama früher, und wenn du mir vom Rotwein noch einen Schlick reinlässt, das war super. Und dann knetet man das mit den Gewürzen durch. Aber das ist bei dir schon auch so. Den Rotwein, den wir dann zum Essen trinken, den kochen wir auch. Den kochen wir auch. Und da sieht man jetzt schon, wie die Farbe sich entwickelt. Gell? Also das Weiß geht so ein bisschen weg. Und das macht halt der Essig, das Salz und der Zucker. Mhm. Und dann kann man noch ein bisschen pfeffern. Da hätte ich da hinten noch so einen kleinen Apparat vorbereitet. Ja, die schweren Aufgaben hat er mir wieder überlassen. Ja, ganz genau. Aber das läuft ja recht gut mit der Pfeffermühle. Ja, das läuft jetzt auch. Und so, wie lange marinieren wir? Das marinieren wir bis morgen. Ah, okay. Okay, das ist ja wirklich gut in der Kochsendung. Und dann kann man jetzt noch eine da 4-5 Löffel Apfelmus. Mmh, und was das hört sich gut an. Schöne ist am Blaukraut, ich tue daheim über die Marmeladenrestle. Okay? Ah. Was, so, ich habe drei Kinder daheim. Der eine isst am liebsten das Johannisbeermarmelade von der Oma, der nächste das Himbeermarmelade von der Oma und. Da ist die ganze Schluss Familie im bleibt dann alle noch so ein bisschen was drin und das kann man da super verarbeiten. Und heute hast du dabei? Heute haben wir Preiselbeeren dabei. Preiselbeeren. Und da kannst du auch 4 Löffel rein tun. Eins. Okay, mit Zucker, zwei. Mit Spon. Es ist kein Dessert. Es gibt unser Blaukraut. Also, genau. Das wird raffiniert und super.
Schön. So, und dann tun wir noch ein bisschen ein Chili dazu. Mhm. Dass wir noch ein bisschen die Schärfe rauskriegen, dass es einfach einen Kontrast gibt zwischen der Süße und der Schärfe. Genau, richtig. Also das ist bestimmt ganz spannend. Wunderbar. Und dann können wir das nur ein bisschen durchmischen. Jawohl. Und dann tun wir es Optiker und über Nacht und dann tun wir es in den Kühlschrank. Genau. Genau. Das darf ruhig 24 Stunden im Kühlschrank durchziehen. Dann ist das wirklich eine runde Geschichte. Und es zieht halt brutal gut durch. Man sieht es ja jetzt schon, dass das Weiße die Farbe annimmt vom Blaukraut. Und da kommt wieder das Hygroskopische einfach vom Zucker und vom Salz. Ja. Weil die ziehen jetzt da wirklich den Saft raus. Mhm. Und da sieht man dann am Morgen in der Früh, ist dann da überall unten. Ein schöner Saft. Da unten drin ein bisschen Saft drin. Mhm. Jetzt geht es schon los. Und morgen ist es noch mehr. Mhm. Und dann brauchen wir morgen im Prinzip nur noch Zwiebeln in Streifen schneiden, ein bisschen in dem Entenschmalz, was wir da von der Ente genau, haben. Genau. Ziehen wir uns die Zwiebel ein bisschen an. Ja. Da setzen wir dann das Blaukraut und Deckel drauf. Vielen Dank. Und das ist halt ein wunderschönes Aroma. Wenn wir gerade das Gänse- oder das Entenschmalz nehmen dafür, das ist natürlich schon spannend. Genau. Und da darf es auch ruhig ein wenig süß sein. Ich mache das auch immer gern, dass ich so jeden Schritt erkläre, eben auch bei meinem Kochkurs. Gell? Ja. Ente stressfrei. Das wird stressfrei. Also ich merke schon, wir haben es heute richtig entspannt, weil wir kochen ja heute 3 Tage nacheinander. Genau. Oder? Aber du bietest ja den Kochkurs dann im Fränkel Kochstudio auch an, oder? Genau, richtig. Der ist am 23.11. Okay. Und da erkläre ich auch jeden Schritt. Also das Gericht zieht sich wirklich über 3 Tage. Und das heißt aber nicht, dass man 3 Tage voll im Stress ist mit der Kocherei, sondern wir haben jeden Tag ein bisschen was zu tun. Mhm. Und am 3. Tag haben wir dann ganz wenig zu tun, weil da ist dann so, dass das Mise en Place, wie wir Köche sagen. Also Mise en Place, die Vorbereitung, ist natürlich das A und das O. Und das ist natürlich wunderbar vorzubereiten, wenn Sie dann Gäste erwarten. Und wir erwarten jetzt dann nach der Werbung den 2. Step für unser Gericht. Wir freuen uns. Bleiben Sie dran. Es wird raffiniert und spannend. Bis dahin. Ja, guten Morgen, liebe wertvolle Kochen-Zuschauer. Bist du auch noch so müde? Ja. Also, wie hast denn du geschlafen? Ganz schlecht, weil ich habe gestern nämlich gesagt, dass der Kochkurs am 23. ist. Aber der ist am 22. Der ist am 22. Also ja, bitte nicht am 23. kommen, da ist die Ente fertig. Da ist sie schon gegessen. Apropos fertige Ente. Ja. Hast du jetzt die ganze Nacht da zugeschaut, oder? Ich habe wie Fernsehen. Wahnsinn. War spannend. War super. Echt spannend. Dann darf ich aber sagen, ja, nehmen wir es raus, den Vogel, oder? Du nimmst den Vogel raus und ich bereite das Blaukraut vor. Das ist eine gute Idee. Gell? So, liebe Zuschauer, ich mache jetzt das Blaukraut. Ich setze das jetzt an. Wir haben hier noch das Entenfett. Das gebe ich da in den Ofen. Sie hören schon, wie das wunderbar knistert. Dann gebe ich ein paar geschnittene Zwiebeln dazu. Und du kümmerst dich schön um die Ente, oder? Genau, richtig. Ich tranchiere jetzt die Ente. Tranchieren heißt im Prinzip zerlegen. Genau, oder? Und da tun wir jetzt als erstes den Wishbone raus. Das ist der Wishbone. Was heißt Wishbone? Ja, da darf man sich was wünschen. Zeig einmal da. Zack, und bei mir ist das dicke Ende hängen geblieben. Ich darf mir was wünschen. Dann wünsch dir was. Genau. Und dann schneiden wir als erstes die Flügel weg. Und wenn die Ente schön gegart ist, das sieht man jetzt hier, dann kann man das richtig schön da wegnehmen. Da fahren wir ins Gelenk rein mit dem Messer. Da fahren wir mit dem Messer ins Gelenk rein und dann geht das richtig schön raus. Ja, prima. Wichtig ist, dass wir keine Teile von der Brust wegschneiden, weil die Brust ist natürlich das Beste. Ja, und das ist da wertvollste am Tier. Genau. Okay. Und da müssen wir natürlich schauen. Mhm. Und es geht fast von selber raus. Also das ist echt klasse. Super. Zwischenzeitlich nehme ich das Blaukraut und gebe das dazu in den Topf. Schwitze es noch ganz kurz mit an. Gebe noch einen Schluck Gemüsebrühe dazu. Habe ich selber gezogen, gell? Ja, wir machen ja alles selber. Ja. Handmade. Und von unserem guten Rotwein kommt jetzt auch noch ein Schluck mit rein. So. Und dann Deckel drauf und das Blaukraut lassen wir schön vor sich hinzimmern. Wie weit bist du, Tom? Ich muss jetzt nur noch die Brust runternehmen. Ah ja. Und dann nimmt man die, schneidet man in der Mitte am Brustknochen entlang. Und dann kann man am Knochen entlang
sauber hergehe und die Brust schön runter mache. Da haben wir hier. Sie sehen, nichts mehr am Knochen, perfekt runtergeschält. Genau. Tolle Sache. Dann haben wir hier Geschichte. Schön die Brust. Jawohl. Und die zweite machen wir natürlich auch noch runter, gell? Die gehört auch uns. Ja. Und dann ist es so, alles was jetzt noch am Fleisch dran ist, ja, an der Karkasse, das können wir natürlich noch verarbeiten. Mhm. Und zwar können wir das runterfieseln, sagt man da in Bayern. Runterfieseln, runternehmen vom Knochen. Runterzupfen. Und was machen wir dann am Schluss damit? Das kann man kleinschneiden. Wenn okay. ich jetzt da, mal da hinten die überschüssige Haut habe, ja. Dann schneide ich mir da ein paar Würfel. Und das kann ich mit dem Rest auch machen. Mhm. Und dann habe ich so Würfel. Und das kann ich auch wieder im Entenschmalz anziehen in der Pfanne und dann super über einen Feldsalat. Wie so Kröstel, oder? Wie ja, so genau, ganz knusprig kann man das machen. Super schön. Aha. Und dann ist das aufgewertet. Und mit den Knochen, was machen wir jetzt da? Mit der Karkasse? Mit den Knochen machen wir jetzt Folgendes. Den Apparat machen wir noch ein kleines bisschen kleiner. Jawohl. Und dann geben wir den nachher hier hinten in den Topf. Und du wirst nachher sehen, wenn wir da mit Kochlöffel reingehen. Jawohl. Der geht jetzt so auseinander. Ja. Wenn wir in den, da oben ist auch noch schönes Fleisch, gell, das kann man auch hernehmen. Aber wir investieren heute in den Schirm. Und wenn wir dann, hoppala, das müssen wir natürlich auch noch haben, dann setzen wir uns eine schöne Soße an. Da habe ich jetzt Karotten, Sellerie und Zwiebelwürfel. Der darf mal ruhig ein wenig mehr Gas geben. Ja, und da kommt jetzt nachher unsere Knochen mit dazu. Da haben wir noch ein bisschen mit Rotwein ablöschen. Und was für Aroma? Was haben wir da? Wir haben dabei einen Lorbeer, Pfeffer, Nelke und ein bisschen Zimt. Da machen wir jetzt nachher noch ein Gewürzsackerl und das hängen wir nachher zum Schluss mit rein. Okay. Und dann kann die Schü bis morgen ziehen. Und dann haben wir einen richtig, richtig schönen Entenschü und dann können wir den morgen. Entensoße, Entensaft, oder? Genau, richtig. So richtig cool. Geben wir die Knochen dann dazu? Genau. Schön. Und das machen wir dann auch wieder schön mit der Gemüsebrühe, dafür haben wir es ja da ja, genau. Zum Aufgießen. Jawohl. Ja. Und dann passt es und dann kann man das morgen vor allem auch schön entfetten. Ja, ja. Da gibt es ja diese diese Soßenflaschel für Enten und Gänse. Mhm. Ja, das brauchst du da nicht, weil wenn das dann kalt ist, dann setzt das Fett das oben ab. Das kann man und dann schön schön runternehmen. Genau. Und dann haben wir. Und was das Tolle an diesem Gericht ist, wir verwerten wirklich vor der Ehrfurcht der Ente, wir verwenden im Prinzip alles der Ente. Genau. Oder? Und das finde ich halt immer spannend. So ein bisschen der Anspruch an der ganzen Geschichte, dass man wirklich, sage ich mal, ein gutes Lebensmittel auch gut verarbeiten. Mhm. Weil es nützt nichts, wenn man für viel Geld was einkauft, was man hinterher dann zur Hälfte wegschmeißt. Das ist Nein, das wirklich schade drum. Und das ist eigentlich auch die Aufgabe von uns Köchen. Was machst du denn da jetzt Raffiniertes? Da machen wir jetzt noch ein paar Blätter vom Rosenkohl. Mhm. Das gibt nachher auf das Rohkraut eine schöne Dekoration. Mhm. Gell? Okay. Weil das ein schöner Kontrast ist zu dem Rohkohl und Rosenkohl. Ist hier, einfach eine schöne Geschichte. Hier im Topf haben wir Kartoffeln gekocht. Genau, da haben wir Salzkartoffeln. Die sind jetzt schon gar. Die würde ich jetzt mal abschütten, also das Wasser runterleeren. Und dann würdest du mit dem Marquet anfangen, mit genau. den Kartoffeltalern. Dann können wir mit den Kartoffeltalern anfangen und die schon mal durchpressen. Schwuppsdiwupps. So. Also ich mache das immer recht gerne, dass ich dann den Deckel vom Topf runternehme und lasse ihn nochmal ganz kurz ausdampfen, dass nochmal die Flüssigkeit rausgeht. Dann brauchen wir nachher nicht so viel Mondamin beigeben. Sehr schön. Wir haben dann hier im Ofen, haben wir schon vorbereitet, kleine Weißbrotwürfel. Die haben wir leicht angeröstet. Die kommen jetzt mit in unsere Marquet, in unsere Kartoffeltaler. Der Tom wird die jetzt durchpressen. Ihr habt hier einen Schöpfer. Genau, wunderbar. Muchas gracias. Was kann ich jetzt noch vorbereiten? Ein bisschen Petersilie hacken? Petersilie hacken, genau. Okay. Und nachher kannst du dann noch die Orange ein bisschen auspressen. Und da sieht man schon, wenn wir da so eine vorwiegend festkochende Kartoffel nehmen, im Endeffekt ist das jetzt da die Annabelle. Jawohl. Dann haben wir auch genug Stärke drin, dass wir hinterher schöne Marquet kriegen, schöne feste Kartoffeltaler. So, ich gebe dir jetzt dann die Petersilie dazu. Genau, richtig, wunderbar. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt die Marquet-Masse, die Kartoffeltaler soweit fertig.
freuen uns, wenn Sie nach der Pause wieder dabei sind bei uns am Herd. Dann wird die Ente mit Kartoffeltalern und Rotkohl in Vollendung gebracht. Wir richten es wunderschön an. Es wird spannend bleiben. Er ist schon am Eier drin. Bis dahin, wir freuen uns. Bis gleich. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück aus der Pause. Wir zwei beide, wir haben jetzt da eine Macchia-Kartoffeln vorbereitet, also unsere Kartoffeltaler. Das ist die Masse, die wir vorher in der Schüssel drin gehabt haben. Genau. Der Tom bringt die jetzt gerade schön in Form, dass wir nachher schön Scheiben schneiden können und hier wunderbar in der Pfanne abbraten. Und das wickelt man uns jetzt hier in die Folie ein. Mhm. Und dann kann man das schön kalt stellen. Und das wickelst du in Folie ein, damit es nicht antrocknet? Genau, damit wir zum Schluss keine Haut haben. Okay, weil das beim Anbraten dann unschön ist. Und da muss man auch ein bisschen immer aufpassen, dass nicht zu viel Stärke drauf ist. Mhm. Weil das wird beim Anbraten dann so, wie nennt man jetzt, so schlonzig, wie man hier sagt. Okay. Und das schmeckt dann nicht mehr schön. Und jetzt machen wir noch ein Rosenkohlblätter, schöne. Ganz raffiniert, dass wir ein bisschen Farbe auf den Teller kriegen. Genau, oder? Für prima. Dekoration auf dem Rotkohl finde ich immer super. Okay. Apropos Rotkohl, der ist jetzt auch soweit fertig. Sehr schön. Jetzt haben wir hier so einen Sackerl drin. Was hast du denn damit reingemacht? In das Gewürzsackerl habe ich drin Pfefferkörner, Zimt, Nelken und das war's schon. Und das ist eigentlich ein Teebeutel und das haben wir so reingemacht, genau. Damit wir es einfach im Ganzen wieder rausnehmen können, damit nicht der eine oder der andere auf die Nelke beißt oder auf die Pfefferkörner. Das hat mich schon eine Flasche Wein gekostet. Okay. Da hat mal einer auf die Nelke gebissen und dann war das ganze Gericht war eigentlich für Katz, weil er hat nur noch die Nelke geschmeckt. Das ist natürlich auch nicht prickelnd, nee. Magst du den Schü noch abpassieren, bitte? Das mache ich noch. Also die Entensoße, die wir vorher angesetzt haben, nehme ich jetzt ein Sieb. Das in den Kühlschrank. Gieß es dann hier in den Topf rein. So. Und dann haben wir nachher eine wunderbare Soße zu unserer Ente. Soll ich dir mal zeigen, was wir heute für einen Wein dabei haben? Pass auf, wir haben heute einen Spanier, aber ich habe den regional gekauft. Und den gibt es in Markdorf beim Bernd Blank und der hat mir mitgegeben, das ist ein bisschen was Besonderes, weil das ist ein Borsao und das heißt, der ist nur ganz, ganz kurz im Eichenfass und nicht so, wenn er länger drin wäre, dann wäre es ein Crianza und der hat also wirklich ein schönes Aroma. Magst du da mal ein bisschen probieren? Ja, bitteschön, klar. Wir kochen damit und wissen nicht mal, wie er schmeckt. Genau. Und ich finde, der passt super zur Ente, weil er schön vollmundig ist. Und wirklich ein feines Aroma hat, gell? Und nicht so also viel Tannine. Der ist nicht vollmundig, nur der schmeckt bestimmt auch lecker. Boah, nicht schlampig. Das kannst du machen, gell? Ja, der muss ein bisschen zur Ente hinpassen. Genau. Und mit der Ente ein bisschen mithalten können. So, willst du dann mal die Macchiato anbraten? Ja, genau. Bratest du die jetzt in Öl oder in Butter oder wie tun wir das? Die braten wir ohne Fett. Jawohl. Weil wenn man da Fett nimmt, dann zerfällt das. Und wenn da eben keins drauf ist, müssen wir schauen, dass wir die richtige Braten einschalten. Wenn da keins drin ist, dann behalten die schön ihre Form. Und wenn die dann so schön kalt sind, dann kann man die super schneiden. Also man sieht schon, dass da der Konditor in dir steckt, weil das ist alles so gleichmäßig. Okay. Die Rolle schön gerollt, die Stärke von den... Da hat mein Vater lang hier erzogen, bis das funktioniert. Immer diese Väter. Ja, das wird bei dir auch nicht anders gewesen sein, oder? Ja, ähnlich. So, und dann kann man das schön anbraten. Man kann zum Schluss, wenn es ein bisschen anzogen sein, dann kann man schon ein Butterflöckchen hin und so, okay, dass es ein bisschen gewinnt. Geschmack gibt. Aber den ersten Bums, den kriegen Sie mal so. Okay. So, und dann können wir hier den Rosenkohl schon langsam mal rausnehmen. Den können wir auf so Küchenpapier, damit das ist super, abtropft, oder? Genau, damit das Eis ein bisschen weggeht. Schau, schöne Farbe, oder? Schöne Farbe, aber das ist schon eine Strafarbeit. Jetzt stell dir mal vor, du hast 50 Gäste und musst Rosenkohlblättchen machen. Respekt. Ja, da gibt es den jungen Mann mit die 2E. Okay. Der Lehrling. Mhm. Gell? Die haben aber auch keine Gaudi, wenn sie immer sowas machen. Nein, die haben auch keine Gaudi. Aber
Die freuen sich, wenn sie was Schönes zum Anrichten haben. Das ist ja für die Lehrlinge auch gut. Prima. Ja, super. Wie sieht denn unser Ente im Ofen aus? Da schauen wir gleich nach. Kiss drauf. So, lala. Wunderbar, schau her. Das ist schon schickenstrig. Schau mal, Ralf. Da guck mal. Da kannst du jetzt nur ein bisschen mit dem Löffel ein bisschen das Fett drüber. Das ist leider geil. Warte mal schnell. Dass es ein bisschen Glanz kriegt, das Ding. Also kochen ist immer Teamwork. Ja, ist leichter, wenn du zu zweit bist, gell? Und wenn du immer einen hast, den man sagen kann, tu einmal. Yeah. Mach einmal, hol einmal. Super. Super, geil. Und dann können wir schon mal anrichten, oder? Ja, ich würde noch die Taner noch mal wenden. Jawohl, schön sein, schau. Super. Oder? Schau, ohne Fett. Ja, super. Okay? Ohne Fett, sauber. Soße kocht auch. Die probieren wir aber jetzt erst nochmal. Komm. Das kann auch passieren. Na, Ralf, gib den Löffel ab. Ja, ist noch nicht so schnell. Bisschen zu früh. Nehmen wir mal das Ding da raus. Also, ich finde sie perfekt. Der Orangensaft, den wir vorher reingedruckt haben, der ist. Und da ist eine Ente drin, gell? Mhm. Das merkst du. Eine Ente. So. So. Also, ran an den Speck. Auf geht's. Jetzt Dank fangen wir es anrichten an. Genau. Jawohl. Ich komme rüber zu dir. Wir nehmen uns ein bisschen Blaugrad. Soll ich da schon mal die Ente aus dem Ofen? Das wäre super, ja. Und das haben wir ganz, ganz leicht mit Stärke abgezogen, das heißt leicht gebunden. Dadurch hat es so einen schönen Glanz. Und dann richten wir uns da die Markierkartoffel her. Möchtest du, dass wir die Brüschel ein bisschen aufteilen, aufschneiden? Ja, das kann man einmal so diagonal ein wenig durchschneiden, das wäre super. Weißt du, was ich meine? Ja, das genau. Messer läuft ja von allein durch, so zart ist die. Sehr schön. Darf ich zu dir rüberkommen? Ja, komm zu mir. Und da braucht man noch eine Keule dazu. Vorsicht, ich komme mit dem Fleisch. Ich stehe um. So, und noch einmal die Keule. Und dann die Rosenkohlblättchen. Also, das sieht nicht schlampig aus. Gell? Und das für eine fränkische Ente ist gar nicht schlecht, gell? Mhm. Jetzt habe ich mit Enten noch gar nichts erzählt, aber so, by the way, das ist eine Barbary-Ente, gell? Ja, ja. Und die Barbary-Enten, die kommen aus Südamerika und die hat man dann hier eben weitergezüchtet. Und die unterscheidet sich halt von einer normalen Hausente, weil sie einfach eine zartere Brust hat und eine längere Brust. Das ist einfach der Ente gut, alles gut. Liebe Zuschauer, wir freuen, dass Sie dabei waren. Hier sehen Sie die Ente 24 Stunden gegart. Es war schön, mit Ihnen zusammen zu kochen. Nächste Woche kommt mein Kollege Robert Heinzelmann, der wird Sie am Herd wieder verzaubern. Da können Sie gespannt drauf sein. Bleiben Sie mal regional und verbunden, Ihr Ralf Hörger.